So, in der Halbzeitpause begrüße ich unseren Neuzugang Maximilian Thiel hier im Livestream. Glück auf, Maxi. Warum spielst du heute nicht? Glück auf. Erstmal, hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Ja, leider noch nicht auf dem Platz. Es ging doch alles sehr schnell. Ich war jetzt ja lange Zeit noch nicht auf dem Platz. Und deswegen müssen wir die Zeit noch ein bisschen nutzen, muss erstmal ein bisschen reinkommen, individuell trainieren. Und ja, dauert leider noch ein bisschen, aber wie gesagt, ich versuche, dass ich einfach ein bisschen aufhole. War jetzt doch ein paar Wochen raus, war nicht auf dem Platz und deshalb brauchen wir noch ein paar Tage. 1-1 zur Halbzeit gegen die U23 von Greuther Fürth. Wie hast du die Halbzeit gesehen? Ja, ich glaube, man sieht vor allem nach vorne schon super Ansätze. Extrem bewegliche Spieler vorne. Gegenpressing funktioniert schon toll auch. Und ja, defensiv, klar, das Tor war nicht ideal, aber ja, wir sind noch in der Vorbereitung, deswegen, ich bin guter Dinge. Jetzt hast du die ersten Tage hier im Erzgebirge verbracht. Wie sind so die Eindrücke? Ja, es ist super schön hier. Also ich bin überglücklich. Meine Familie ist leider noch nicht hier, aber bald sind sie dann auch da. Und super schöne Gegend, super nette Leute. Und ich freue mich einfach, ja, alle kennenzulernen und hoffentlich dann eine Erfolgsstory zu schreiben. Deine vorherigen Vereine waren ja, der letzte Verein war Wien Wiesbaden. Erzähl mal was zu deiner Karriere. Ja, Wiesbaden war jetzt mein letzter Verein, da war ich nur ein Jahr dort, komme ursprünglich aus Burghausen und habe da auch meine Jugend gespielt, war ja damals auch noch dritte Liga, bin von dort dann zum 1. FC Köln gewechselt, habe da meine ersten Versuche in der zweiten Liga probiert, von dort dann zu Union Berlin, da hatte ich auch eine sehr schöne Zeit, 3 Jahre lang und dann 4 Jahre noch in Heidenheim. Ja, war auch eine sehr intensive Zeit, habe mich dann leider auch am Kreuzband verletzt. Aber ja, das ist alles super seitdem und ja, jetzt bin ich endlich hier und freue mich hier, ja, endlich wieder auf dem Platz stehen zu dürfen, hoffentlich bald. Wie kam der Kontakt mit Aue zustande? Ja, wir hatten relativ schnell Interesse bekommen von Aue. Der Trainer ist natürlich sehr bemüht gewesen und war sehr interessiert an meiner Spielweise. Das hat mich sehr gefreut, weil ich glaube, dass ich schon ein spezieller Spieler bin und von daher, also speziell in der Art, der nicht der klassische schnelle Spieler zum Beispiel, sondern sagen wir mal, auch mal für Überraschungsmomente sorgen kann, sagen wir mal so. Und ich hoffe, dass ich das eben im Trikot von Aue dann auch machen kann. Der Trainer ja, hat mich da wirklich schnell überzeugt gehabt mit seiner Spielphilosophie und von daher bin ich sehr froh, dass es jetzt geklappt hat. Danke, Maxi. Alles klar, danke euch. Ciao.